Oh, da kommt Godzilla. Schon wieder. Aber hier ist der Grund, warum Godzilla Minus One die interessanteste Umsetzung des monströsen Kaijus seit Jahren zu sein scheint. Godzilla Minus One hatte seine Kinopremiere in Japan am 3. November 2023. Demselben Tag, an dem der ursprüngliche Godzilla 1954 in die Kinos kam. Zuvor hatte der Film am 18. Oktober seine Premiere auf dem roten Teppich in Tokio und wird der Abschlussfilm des Tokio Film Festivals sein. Minus One wird am 1. Dezember in Nordamerika Premiere haben. Nach Tohos Shin Godzilla gab das Studio bekannt, dass es im Rahmen seines Deals mit Legendary Pictures, den Produzenten des Monsterverse, bis nach 2020 keinen weiteren Godzilla-Live-Action-Film produzieren kann. In dieser Zeit wandte sich das Unternehmen hauptsächlich der Produktion von Anime-Inhalten mit Godzilla für Netflix zu, darunter eine 3D-Animationsfilm-Trilogie, die zwischen 2017 und 2018 veröffentlicht wurde, und die Serie Godzilla Singular Point. Erst für den 3. November 2022 wurde ein von Toho produzierter Godzilla-Film angekündigt, der das 70-jährige Jubiläum des Franchise feiern sollte. Während die Godzilla-Reihe seit langem die Beziehung der Menschheit zu Atomwaffen untersucht, setzt sich nur der Originalfilm von 1954 direkt mit dem Nachkriegstrauma Japans auseinander. Damals waren die verheerenden Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki von 1945 noch frisch in den Köpfen der Zuschauer. Godzilla stand als lebende, atmende Metapher für die unbarmherzige Zerstörung, die solche Superwaffen anrichten können, was dazu beigetragen hat, dass sich der Kaiju-König von anderen Filmmonstern abhebt. Godzilla Minus One scheint noch einen Schritt weiter zu gehen und spielt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, während sich Japan noch immer von den Zerstörungen erholt. Die Geschichte könnte sogar eine dunkle, spirituelle Seite haben, denn Autor und Regisseur Takashi Yamazaki hat sich offen darüber geäußert, dass er sich von Godzilla, Mothra und King Ghidorah aus dem Jahr 2001 inspirieren ließ. Der Film zeigt, wie die vergessenen Seelen der Soldaten des Zweiten Weltkriegs von Godzilla Besitz ergreifen und ihn als Instrument für ihre Rache benutzen. Unabhängig davon, in welche Richtung der Film geht, wird Godzilla Minus One einer der gruseligsten Filme der Reihe sein. In den Hauptrollen von Godzilla Minus One sind Ryunosuke Kamiki und Minami Hamabe zu sehen. Die beiden Charaktere sind Kriegsüberlebende, die sich in einem verwüsteten Japan begegnen. Die beiden Schauspieler spielten nebeneinander in der Dramaserie Ran Man, bekamen aber ihre Rollen in Minus One angeboten, bevor sie an der Serie arbeiteten. Kamiki wurde bekannt, als er in jungen Jahren mehrere Figuren für Studio Ghibli verkörperte. Seine erste Rolle war Bo, das Riesenbaby, aus Hayao Miyazakis Chihiros Reise ins Zauberland. Im Laufe der Jahre verkörperte er auch Figuren in anderen Ghibli-Filmen wie Das wandelnde Schloss und Ariety, die wundersame Welt der Borger, sowie in anderen bekannten Anime-Filmen wie Summer Wars, Your Name, Gestern, Heute und Für Immer und Susume. Er hatte auch in anderen bekannten japanischen Franchises wie Kamen Rider Agito, Doraemon, Nobita's Dinosaur 2006 und Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time mitgewirkt. Im Jahr 2006 erhielt er für seine Rolle in Krieg der Dämonen – The Great Yokai War einen Japan Academy Film Prize als bester Newcomer des Jahres. Hamabe war seit 2012 in der Branche aktiv, wurde aber durch ihre Rollen in Let Me Eat Your Pancreas von 2017 bekannt. Die Rolle brachte ihr 2018 einen Newcomer-Preis der Japan Academy Awards ein. Seitdem hat sie in zahlreichen Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt, darunter Minus One, Takashi Yamazakis Film The Great War of Archimedes 2019 und Shin Kamen Rider von 2023. Regie bei Godzilla Minus One führte der erfolgreiche Filmemacher Takashi Yamazaki. Er führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch für den Film und überwachte die visuellen Effekte. Yamazaki hat sich in ganz Japan zu einem gefeierten Regisseur entwickelt. Nachdem er in den späten 1980er Jahren bei der Animationsfirma Shirogumi gearbeitet hatte, wagte er sich an seine eigenen Filme, angefangen mit dem Sci-Fi-Fantasy-Film Juvenile aus dem Jahr 2000. Bekanntheit erlangte Yamazaki nach der Regie von Always – Sunset on Third Street aus dem Jahr 2005. Der Film wurde bei den Japan Academy Awards mit 12 Preisen ausgezeichnet, darunter ein Preis für die beste Regie und das beste Drehbuch für Yamazaki. Er inszenierte auch die beiden Fortsetzungen des Films, darunter 2007 Always – Sunset on Third Street 2, mit einem bemerkenswerten Cameo-Auftritt eines vollständig computergenerierten Godzillas zu Beginn. Er hatte auch mehrere bemerkenswerte Anime- und Manga-Titel erfolgreich adaptiert, wie Space Battleship Yamato von 2010, Stand By Me Doraemon von 2014 und Lupin 3 – The First von 2019. Yamazaki war auch an der Entwicklung von Godzilla the Ride – Giant Monsters Ultimate Battle für den Vergnügungspark Seibuen in Tokio beteiligt. In der offiziellen Presseerklärung zum Film sagte Yamazaki: "Ich denke, dies ist der Höhepunkt aller Filme, die ich bisher gemacht habe, und ein Film, der es verdient, erlebt zu werden.
anstatt ihn im Kino zu sehen. Ich hoffe, Sie werden den furchterregendsten Godzilla in der bestmöglichen Umgebung erleben. Yamazaki wird auch als alleiniger Drehbuchautor von Godzilla Minus One genannt. Nach seinem 2019 erscheinenden Film The Great War of Archimedes wurde Yamazaki für Godzilla Minus One ausgewählt und brauchte 3 Jahre, um das Drehbuch fertigzustellen. Interessanterweise hat Godzilla Minus One 2 sehr unterschiedliche Einstufungen, je nachdem, wo man den Film sieht. Die Film Classification and Rating Organization, auch bekannt als IRIN, hat den Film in Japan mit G eingestuft. In den Vereinigten Staaten wurde Minus One mit der Motion Picture Association mit PG-13 eingestuft. Die MPA verlieh dem Film diese Einstufung aufgrund der Gewalt- und Actiondarstellung. Dieser drastische Unterschied in der Bewertung von Filmen ist sicherlich interessant zu vergleichen. Ein G-Rating wäre für einige der eher familienorientierten Godzilla-Filme nicht ungewöhnlich, aber Godzilla Minus One ist ein ganz anderes Kaliber, wenn man allein nach den Trailern urteilt. Die Bewertungen der früheren Godzilla-Filme sind nicht allgemein verfügbar, daher ist es schwer zu sagen, wie Minus One in dieser Abteilung abschneidet. Im Vergleich zu einigen anderen, reiferen Filmen der Reihe wird der Film wahrscheinlich seinen Anteil an erschütternden Momenten haben, aber das Gesamterlebnis sollte jüngere Zuschauer nicht abschrecken. Letztendlich liegt es an den Eltern zu wissen, wie viel ihre Kinder verkraften können. Während Godzilla Minus One ein eigenständiger Film zu sein scheint, ist die Ankunft des Films eine großartige Gelegenheit für Neulinge der langjährigen Serie, um zu sehen, was es mit dem ganzen Trubel auf sich hat. Mit mehr als 36 Filmen, die sich über fast 70 Jahre erstrecken, ist die gute Nachricht, dass die Serie, die in 4 verschiedene Epochen unterteilt ist, die als Showa, Heisei, Millennium und Reiwa bekannt sind, keine einheitliche Kontinuität aufweist und man sich fast jeden Film in beliebiger Reihenfolge ansehen kann. Ishiro Hondas Godzilla von 1954 ist ein Muss, nicht nur wegen der Einführung der ikonischen Figur, sondern auch wegen seiner kulturellen und sozialen Bedeutung im größeren Kontext der Filmgeschichte. Zu den sehenswertesten Heisei-Folgen gehören Godzilla, Duell der Megasaurier und Godzilla gegen Destoroyah. Godzilla, Mothra und King Ghidorah, Godzilla against Mechagodzilla und Godzilla Tokyo SOS gehören zu den herausragenden Filmen des Millenniums. Die Reiwa-Ära, zu der Minus One gehört, besteht derzeit aus Shin Godzilla und einer Anime-Trilogie, die mit Godzilla Planet of Monsters von 2017 beginnt und mit Godzilla The Planet Eater endet. Vor der amerikanischen Veröffentlichung erhielt Godzilla Minus One auf dem japanischen Bewertungsportal Filmmarks eine solide Fanbewertung von 4 von 5 Punkten, kaum höher als der von der Kritik gelobte Shin Godzilla. Die Kritiker waren ähnlich lobend gestimmt. Chris Plenty von Polygon lobte den Film, nannte ihn den Godzilla-Rückkehrer, auf den die Fans gewartet haben, und sagte, dass er getreu an den Erfolg von Shin Godzilla anknüpft. Richard Eisenbeiß von Anime News Network nannte den Film fantastisch und schrieb, die Prämisse ist großartig und es ist unglaublich fesselnd, den verschiedenen Charakteren dabei zuzusehen, wie sie versuchen, Godzilla zu besiegen, obwohl ihre Ressourcen so begrenzt sind. Sogar Gareth Edwards, der Regisseur von Godzilla aus dem Jahr 2014, hat sich zu Wort gemeldet und den Film gefeiert. Er sagte dem japanischen Magazin Cinema Today, es gab viele Dinge, die meiner Meinung nach für Godzilla sehr neu waren und ich war die ganze Zeit neidisch, als ich den Film gesehen habe. Das ist es, was ein Godzilla-Film sein sollte. Jahrelang wurden Godzilla-Filme durch die anderen beteiligten Kaiju bestimmt. In Godzilla gegen Mothra, Godzilla gegen Mechagodzilla, Godzilla gegen Megaguirus und vielen anderen Filmen kämpfte Godzilla gegen gigantische Gegner. Manchmal war er ein Held, manchmal ein Bösewicht, aber diese Kämpfe waren unabhängig von der Handlung ein ständiger Dreh- und Angelpunkt. Dieser Ansatz ist für die Monsterverse-Version von Godzilla zentral geblieben, aber die japanischen Filme der Reiwa-Ära, Godzilla-Filme, die ab 2016 produziert wurden, haben sich weitgehend von der Monster-gegen-Monster-Struktur der 70er, 80er und 90er Jahre entfernt. Wie schon bei Shin Godzilla gibt es auch in Godzilla Minus One nur einen einzigen Kaiju, den großen Kerl mit seinem Namen auf dem Plakat. Obwohl er in einer ganz anderen Zeit spielt als sein unmittelbarer Vorgänger, konzentriert sich Minus One immer noch auf den Kampf der Menschheit gegen Godzilla. Die beiden jüngsten Live-Action-Filme von Toho verfolgen einen thematisch reichhaltigeren Ansatz, bei dem Godzilla ebenso sehr ein Symbol für die Probleme der realen Welt ist, wie ein riesiges Monster. Wenn sich die Geschichte um ein gigantisches Kaiju-Duell dreht, könnten diese eher literarischen Ideen schwieriger zu erkunden sein. Fans der alten Filme werden vielleicht enttäuscht sein, dass wir hier wieder nur Godzilla zu sehen bekommen, aber es besteht immer noch Hoffnung, dass Toho irgendwann in der Zukunft einen klassischen Kaiju-Kampf produzieren könnte. Wir hatten sie in den letzten Anime-Filmen und im Monsterverse, aber Toho hat seit Godzilla Final Wars von 2004 keinen Live-Action-Kaiju-Kampf für Godzilla mehr gezeigt.
Da es sich bei Godzilla Minus One um eine neue, unabhängige Geschichte handelt, fragen sich die Fans vielleicht, welche Version des berühmten Kaiju wir bekommen. In den Trailern sind zwar einige gute Aufnahmen des großen Kerls zu sehen, aber sie halten seine volle Gestalt etwas versteckt und überlassen es dem Film, sie zu enthüllen. Eingefleischte Godzilla-Fans wissen, dass der König der Monster viele Varianten durchlaufen hat. Von seinem ursprünglichen Gummianzug über die schlanke, blau befeuerte Form der Heisei-Ära-Filme bis hin zu der kräftigeren, orange befeuerten Version aus Godzilla 2000 Millennium und der bärigen Variante aus dem Monsterverse. Ganz zu schweigen von isolierten Versionen wie dem violett gefärbten Lovecraftschen Look von Shin Godzilla oder der 300 Meter hohen Anime-Inkarnation bekannt als Godzilla Earth. In Godzilla Minus One hat die feuerspeiende Eidechse ein weiteres Makeover erhalten, das sich jedoch deutlich von früheren Versionen inspirieren lässt. Sein Kopf und sein Oberkörper sind deutlich muskulöser als in Shin Godzilla, wodurch er sowohl dem Godzilla 2000 Millennium Design als auch der Monsterverse-Version ähnelt. Wir sehen auch, dass er dieses Mal sein traditionelles blaues Atomfeuer hat, im Gegensatz zu den violetten Explosionen aus Shin. Neu ist auch, dass sich die Stacheln an Godzillas Schwanz ausfahren, wenn er seine Projektilattacke auflädt. Dennoch behält das Minus One Design die kürzeren Arme und die aufrechte Haltung der klassischen Gummianzugfilme bei und zollt damit der Vergangenheit der Serie Tribut. Seit dem 2004 erschienenen Godzilla Final Wars hat Toho davon Abstand genommen, eine neue Live-Action-Saga zu starten. Selbst dieser Film war eher eine Hommage an das gesamte Erbe der Serie als eine direkte Fortsetzung der Vorgänger. Die Trilogie der Anime-Godzilla-Filme hat zwar eine gemeinsame Kerngeschichte und Kontinuität, wird aber von vielen Fans immer noch als Nebenprojekt betrachtet. Auf der Live-Action-Seite wurde mit Shin Godzilla ein kompletter Neustart vollzogen und nun wird mit Godzilla Minus One ein weiterer Neustart vollzogen. In beiden Filmen ist Godzilla eine unbekannte Größe und nicht die bekannte Bedrohung, die er in den meisten seiner Filme ist. Das passt dazu, dass es in den Filmen keine anderen Kaiju-Figuren gibt. Aber da Toho jetzt wieder einen einigermaßen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus hat und das Monsterverse finanziell erfolgreich ist, ist es möglich, dass wir in Zukunft eine richtige Live-Action-Kontinuität bekommen könnten. Könnte Minus One der Beginn einer neuen Godzilla-Serie sein? Das bleibt abzuwarten. Das Setting nach dem Zweiten Weltkrieg passt zu den Anfängen der Serie, was eine optimale Grundlage sein könnte, um darauf aufzubauen. Gleichzeitig ist dieser Schauplatz thematisch sehr spezifisch, sodass er nicht unbedingt eine direkte Fortsetzung erwarten lässt. Die Reiwa-Ära war geprägt von unabhängigen Projekten, die Godzilla alle auf ihre eigene Art und Weise in Szene setzten. Das könnte auch nach Godzilla Minus One der Fall sein.